whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Flasche da, die wollte ich schon immer aufmachen. Und zwar ein Aberfeldy 18 Jahre, 85 Euro, von 18-Jährigen, schon ganz schön heftig, aber eine Literflasche. Ja, kommt aus dem Travel Value, nicht ganz so einfach zu bekommen. Und deswegen habe ich mich nie getraut, die so aufzumachen. Ja, dann haben die Kunden eine weniger und so. Und dann haben wir jetzt endlich eine mit einer etwas beschädigten Tube. Und habe ich gesagt, so, die gehört mir. Da wird jetzt aufgemacht und probiert. Denn vom Aberfeldy gibt es schon ein paar Videos von mir. Dazu auch einen hervorragenden 21-Jährigen. Und da habe ich mir gedacht, der 18-Jährige kann da nicht so weit von weg sein. Jetzt schauen wir uns mal an. Der ist also hier schön existenziell schwarz mit Gold drauf. Ganz toll. Guaranteed. We lose our fair share to the angels. Also ihren fairen Anteil opfern sie den Engeln. Limited release. Ja, sind sie doch alle, oder? Intensiv und konzentriert. Honeyed Golden Dram. Ja, Aroma nach Honig. Kein Honig drin, dann wäre es ja Likör. Ne? Hat also Belohnung für die, die tief graben wollen. Ja, hoffe ich schon, dass da tiefe Aromen drin sind. Jeder Tropfen destilliert in Aberfeldy. Ja, gut. First poured in, das erste Mal eingeschenkt, 1898. Aber established 1846, das kriege ich jetzt nicht mit. Sollten die so lange gewartet haben? 52 Jahre? Glaube ich jetzt nicht. So lange haben sie damals nicht gewartet zum Trinken. 40 Volumenprozente. Und dann die Geschichte Alexander und Tommy Dewar, die Söhne des Founders. Und der Aberfeldy ist auch eine der Lead Malts in den Dewars Whiskys. Blended Whiskys. Ja, und dann muss hier Robert Burns, der Chefpoet der Schotten, mit seinem The Birks of Aberfeldy, also die Birken von Aberfeldy, ein Wäldchen dahinter, Birken und so, und da hat er ein Poem geschrieben und der muss er nun auch herhalten. Ja. Hat 24 Goldmedaillen gewonnen. Jetzt nicht der Whisky, sondern ich glaube die ganze Aberfeldy-Brennerei. So. Massive Flasche. Donnerwetter. Und schön, also gefällt mir wunderbar, diese bauchige Form. Richtig gut. Ja. Honeyed, fruity and mellow character. Das ist jetzt eine sehr grobe Beschreibung. Ja, ist in Eichenfässern gereift. Ja, das ist also hier für den Einsteiger hinten drauf. Das ist Gesetz. Ah, Trockenfrüchte, Zimt, Muskat, Karamell und Orange. Genau das, was mir gefällt. Spricht also für einen gehörigen Prozentsatz an Sherryfass-Whiskys. Aber leider glaube ich, dass dieser Whisky gefärbt ist. Ich bin mir jetzt da nicht so ganz sicher. Jedenfalls schön golden und die dicke Flasche macht ihn dunkel. Da muss man weniger färben, wenn man färbt. Keine Ahnung, wie gesagt, kann auch sein, dass er so ungefärbt ist. So. Ja, dunkel, Trockenfrüchte, Sherry, ein Hauch von Rauch. Findet man ab und an in den Aberfeldy Whiskys. Zimt, mein Lieblingsgewürz, wunderbar. Mit gutem Willen auch die Muskatnuss. Und die Orange ist so eine zartbittere bis Bergamott.
weich, mild, fruchtiger Honig. Jo. Jetzt, also im Aroma war er ja schon toll und hielt sich so ein Stück weit noch zurück. Und den Geschmack kommt er jetzt voll. Ja. Deutlicher Sherry-Fassanteil. Leichte Öligkeit. Wenig Eiche. Jetzt kommt die Muskatnuss. Boah, ja. Die Orange hält sich also auch dezent zurück. Das war nur so ein Anklang. Und dem Aroma kommt jetzt die Würzigkeit. Oh, liegt die da drüber. Das ist ein Whisky, wie ich ihn mag. Dass er im Aroma ja schon deutlich was bringt, dann der Geschmack die Spitze draufsetzt und der Abgang jetzt nicht so diese schweren, intensiven, langanhaltenden Aromen oder Geschmäcker auf der Zunge verewigt, dass man nachher beim Riechen und Schmecken immer wieder mit dabei ist, ne? Sondern der hat so einen richtigen Spannungsbogen, geht hoch, spitze und dann im Abgang lässt danach. Jetzt geht es ein bisschen mehr noch in die eichene Würzigkeit hinein. Ja. Die Orangen werden stärker. Aber mehr auf der orangigen Seite und weniger auf der bitteren Seite. Da eher gar nicht. Wundervoll. Dazu diese ganz leichte Rauchigkeit im Aroma. Der Speichelfluss ist angeregt. Jo. Ja, eine der wirklich guten. Freut mich immer wieder, so eine Flasche hier auf meinem Fass zu haben. Schauen Sie im Shopsystem nach, was wir da haben. Verewigen Sie sich mit Ihren Geschmacksbewertungen in unserer Whisky-Datenbank. Und hoffentlich ist er verfügbar, wenn Sie ihn gerade haben wollen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.